1. Juli 2020. Heute vor 2 Jahren sind wir gestartet auf Sardinien. 2 Jahre ist es her. In den 2 Jahren haben wir 8.144 Seemeilen hinter uns gebracht. Davon 6.018 unter Segeln. Wir sind durchs ganze Mittelmeer, Gibraltar vorbei, zu den Kanaren, von dort weiter zu den Kapverden, den Atlantik überquert und sind Mitte Dezember auf Barbados angekommen. Dann haben wir uns noch ein bisschen in der Karibik aufgehalten, sind dann weiter in den Süden, über die ABC-Inseln nach Kolumbien, eine lange Zeit in Kolumbien verbracht und weiter nach Panama. Ja, wir waren einige Zeit, einige Monate auf den San Blas-Inseln, die waren wunderschön, traumhaftes Wasser, tolle Inseln, viele Sandhügel mit ganz vielen Palmen, wunderschön. Am 12. Februar sind wir dann durch den Panama-Kanal gegangen und von da an sind wir in Panama City gewesen, vor Las Brisas und danach auf den Las Perlas, wo uns dann eiskalt auch das Coronavirus erwischte. Wir haben mittlerweile den nach unserer Zeitrechnung 101. Tag seit Beginn der Corona-Pandemie. Für Panama City ist es mittlerweile schon der 114. Tag. Wir sind jetzt in Buenaventura, wo uns diese ganzen Beschränkungen, dieses Auf und Ab von wegen, wir sperren mal die Ausgangszeiten, wir legen mal wieder alles um, wir dürfen nirgendwo hin. Das betrifft uns hier jetzt in dem Sinne nicht. Genau, also hier ist ein anderer Bezirk. Die strengen Lockdown-Regeln gelten für Panama und Panama West. Ja. Und hier in Cocle, dort liegt die Marina Buenaventura, seht ihr hinter uns, ist es halt nicht so stark beschränkt. Wir können uns hier frei bewegen, zwischen 5 Uhr morgens und 7 Uhr abends. Allerdings gibt es hier angeblich auch einen Lockdown für den Sonntag. Das betrifft aber nicht die Marina. Also nicht in dem Sinne. Ja, eigentlich wollten wir nach diesen 2 Jahren schon in Französisch-Polynesien sein. Shit happens. Dank Corona sitzen wir also jetzt hier in Panama fest. Und unsere kompletten Pläne sind über den Haufen geworfen. Als nächstes planen wir, nach Deutschland zurückzufliegen, dort eine Zeit lang zu verbringen und wollen dann hoffentlich zum Ende des Jahres mit unserem Sohn nach Panama zurückkehren, dass die Limelight fit machen. Also sie ist schon fit, aber so ein paar Sachen müssen gemacht werden. Also Unterwasserschiff wollen wir noch mal machen. Und dann hoffen wir Ende des Jahres Richtung Ecuador zu gehen. Genau, und von Ecuador wahrscheinlich nochmal die Galapagos-Inseln besuchen, aber Flugzeug. Dann soll es weitergehen über die Osterinseln Pitcairn nach Französisch-Polynesien. So der Plan. Jetzt hoffen wir mal, dass Corona uns dann nicht weiterhin einen Strich durch die Rechnung macht. Ja, wir sind immer noch dabei, einen Flug zu suchen, müssen allerdings irgendwie versuchen, unser Boot erstmal aus dem Wasser zu bekommen. Und auch hier gestaltet sich das ein bisschen schwierig. Mal abgesehen davon, dass wir uns eventuell mit diesem Gerät, was unser Boot aus dem Wasser befördern kann, langsam anfreunden, fehlen immer noch die Gurte und die Entscheidung, dass es überhaupt rausgenommen werden kann oder darf vom Eigner dieser Marina. Wir hoffen, dass diese Entscheidung irgendwann die Tage mal fällt, weil das würde uns dann auch insofern weiterbringen, dass wir endlich planen können. Momentan ist Plan ganz toll, aber keiner weiß, wie es endet. Erinnert sich also jeden Tag der Plan. Also es ist, wie Annette schon gesagt hat, nicht so einfach hier auf der Pazifikseite das Schiff aus dem Wasser zu holen. Also zu erschwinglichen Preisen das Schiff aus dem Wasser zu holen. Direkt in Panama City, da gibt es also einige Marinas, aber da sind auch die Preise sehr luxuriös. Wir haben hier 2 Möglichkeiten, also in Vistamar und in Buenaventura, wo wir gerade sind,
da versuchen wir jetzt möglichst kurzfristig eine Entscheidung herbeizuführen, dass wir das Boot irgendwo rausholen können. Naja, so kurzfristig wird das ja dann auch nicht, weil Vista Mar, die reagieren ja leider gar nicht auf Anfragen und bei denen ist halt der Trailer kaputt und keiner weiß, wann die Ersatzteile kommen, wann es wieder funktionieren würde. Und von daher, wie immer, alles offen und unbefriedigend. Da ist immer wieder die Frage in den 2 Jahren, wo hat es euch am besten gefallen? Also es ist schwierig zu beantworten. Jedes Land, jede Stelle, an der wir waren, hat schöne Seiten und hat aber auch negative Seiten. Also ein Riesenabenteuer war natürlich die Atlantiküberquerung. Ja. Ein Riesenabenteuer. Dann für mich fand ich noch Grenada sehr schön. Dort waren wir sehr lange, also eine super Insel. Haben viele Touren gemacht mit dem Bus ins Inland, sind viel gelaufen. Die Segler-Community ist dort wirklich super. Es gab jeden zweiten Abend Veranstaltungen mit Musik und Tanz. Hat mir sehr gut gefallen. Tobago war klasse? Tobago war super, da waren wir ja nur kurz mit der Gira. Ja. Ansonsten Kolumbien ist ein total schönes, freundliches, super interessantes Land. Also mir hat Kolumbien super gefallen. Panama, die San Blas-Inseln, absolutes Highlight. Panama durch die Kanaldurchquerung, nicht Durchquerung, die Kanalfahrt, war ziemlich aufregend. Ja, auch ein Schritt auf dieser Weltreise ist es immer, den Panama-Kanal zu durchqueren. Also das ist schon ein Highlight. Ja. War aber, also für mich persönlich war es vorher viel aufregender, als es eigentlich nachher war. Ja. Also ihr habt ja das Video sicherlich gesehen. Es gab die ein oder anderen aufregenden Situationen, aber es war doch letztendlich eigentlich entspannt. Und die Las Perlas sind so völlig anders als San Blas. Wir hatten jetzt auch noch das Problem mit den schönen Algen. Erst die Grünalge, dann die Rotalge. Das Wasser war relativ kalt, das Wasser war nicht klar. Und ansonsten haben die Perlas auch nichts vergleichbar, also nicht wirklich vergleichbar mit aber schön sind sie trotzdem, keine Frage. Nur wenn das Wasser nicht klar ist, hat man auch immer so ein bisschen Puffel wegen der Krokodile. Also, die da so ein bisschen unterwegs sind. Ja. Also mir hat das sehr gut gefallen, weil das ist wirklich naturbelassen. Wir haben schöne Ankerplätze gefunden. Stimmt. Leider ist halt Corona-Zeit gewesen, sodass wir also nicht an Land durften an den meisten Inseln. Und auch ansonsten ist es eigentlich ein super Segelrevier. Das viele Leute ja nicht sehen, weil sie einen ganz kurzen Stopp machen, also ausklarieren in Panama City und dann einen kurzen Stopp auf den Las Perlas und dann geht es ja weiter in den Pazifik. Also ich fand das schon nicht schlecht, dass wir da jetzt ein paar Monate zubringen konnten. Ja, vor einiger Zeit habe ich ja schon mal in einem Video gesagt, dass wir ein PayPal-Konto eingerichtet haben. Das findet ihr hier oben, also da so ungefähr, kann man draufklicken, dann kann man uns unterstützen auf unserer Reise für was immer auch ihr wollt. Also die Videoerstellung ist doch nicht nur sehr zeitaufwendig, sondern auch sehr kostenintensiv und wir freuen uns natürlich auch über das eine oder andere Bier, was er uns vielleicht spendiert. Also klickt einfach hier oben drauf und da könnt ihr etwas spenden für uns. Das ist jetzt ein kurzes Statement von unserer Seite, was wir gemacht haben, was wir toll fanden, wie unsere Pläne sind. Also 2 Jahre mit der Limelight unterwegs. Viel Spaß beim Schauen unserer Videos. Tschüss. Und danke für eure Unterstützung. Tschüss.